Hat bei Ihren Zertifikaten im Depot die Barriere den Turbulenzen am Markt standgehalten oder sind Sie vorher schon ausgestoppt worden bei Ihren Anlagen, beziehungsweise zittern Sie vielleicht noch und hoffen, dass sich der Markt wieder beruhigt? Wie sieht das weitere Szenario aus und welche Zertifikatestrukturen passen nun? Darum soll es heute gehen in Bonus, Discount und Co., dem EUWAX-Forum der Experten, zu dem ich Sie natürlich erstmal herzlich begrüßen möchte. Die Schuldenkrise und die Konjunkturängste sind es, die den Markt weiter in Atem halten. Sollte sich dies nun zu einer Rezession auswachsen? Genau das ist eben die Frage. Wie sollte ein Anleger dann sein Zertifikatedepot dazu ausrichten? Welche Strukturen sind es denn, die hier passen? Darüber möchte ich jetzt reden mit meinen Gästen im Studio, nämlich mit Lars Brandau, er ist Geschäftsführer beim Deutschen Derivateverband, und mit Florian Schröder, er ist Zertifikate-Experte bei Macquarie. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Ja, keine schönen Themen, aber die wollen wir erstmal noch ein bisschen zurückstellen. Wir wollen nämlich erstmal gucken, was gibt es Neues am Zertifikatemarkt, beziehungsweise was gibt es an Studien, über die wir sprechen können. Und da gibt es zum einen natürlich Gold. Gold, eine repräsentative Umfrage zu Gold. Und die hat ergeben, dass Gold oder die Deutschen eben Gold als die beste langfristige Vermögensanlage sehen. Langfristig heißt mindestens 3 Jahre Laufzeit. Und 34% würden sich für Gold entscheiden, weil sie hier die höchste Rendite vermuten. Und mit deutlichem Abstand folgen dann Fonds mit 12%, Aktien mit 11% und Anleihen mit 5%. Vielleicht erstmal Herr Schröder an Sie. Ist das denn bei Gold momentan, wenn man sich den Kurs anschaut, die Korrektur, die es gab, würden das die Anleger nach wie vor so sehen? Was glauben Sie? Also ich glaube schon, dass die Anleger das noch so sehen würden. Es ist natürlich die Frage, ob das jetzt die richtige Ansicht ist. Also grundsätzlich ist natürlich so, dass Gold sicherlich noch Potenzial nach oben hat, weil es eben, wie es auch in der Grafik schon dann sicherlich ist, ist relativ krisensicher, oder gerade in Krisenzeiten ist Gold immer sehr schon nachgefragt. Spielt auch keine Rolle, ob jetzt nun irgendwie, oder Gold ist nicht abhängig davon, ob jetzt nun ein Land Probleme hatten mit dem Rating zum Beispiel, also davon ist Gold alles nicht abhängig. Auf der anderen Seite, wenn es halt keine wirkliche Krise gibt und es relativ stabil ist, dann hat man auch gesehen, kann Gold auch relativ schnell wieder sinken. Aber es ist sicherlich zumindest auf mindestens als Depot-Beimischung immer sehr, sehr gut. 34% heißt ja, dass der Rest eben nicht drauf setzt auf Gold. Ja, was kann man sagen, Herr Brandau? Was denken Sie denn? Sie hatten, glaube ich, auch als Basiswert Gold als beliebten Basiswert beim DDV mal vorgestellt. Gold ist bei den strukturierten Produkten einer der beliebtesten Basiswerte. Das ist richtig. Gleichwohl muss man zwei Dinge hier, glaube ich, anmerken. Das eine ist, bei 34% sind 66, die das nicht denken. Das andere ist natürlich, wenn Sie diese gleiche Umfrage vor 10 Jahren gemacht hätten, hätten sich alle Leute kaputt gelacht. Also das ist eine klassische Momentaufnahme, die wir hier erleben. Die Frage ist also, hat diese Umfrage auch in 5 Jahren vielleicht noch Bestand? Also die Nachhaltigkeit dieses Themas Gold, die muss sich, glaube ich, jeder selber beantworten. Aber Gold ist im Augenblick, glaube ich, nach wie vor sehr beliebt. Es gibt natürlich noch einen anderen Bereich, der auch sehr beliebt ist, nämlich wenn man auf die BRIC-Staaten schaut. Und hier soll ja eigentlich der Wachstum kommen. Und kann man aber generell erstmal sagen, also es gab eine Umfrage von Goldman Sachs Asset Management hier, die deutschen Anleger scheuen das Risiko mittlerweile. Das war also ein Ergebnis zur aktuellen Anlegerstimmung unter deutschen Investoren. Die Risikobereitschaft als gering eingestuft bei 53%, als Mittel als 39% eingestuft. Und die größten Risiken werden eben gesehen in dem Zusammenbruch des Euros, 35% Inflation und die weltweite Rezession. Und wenn wir nochmal auf BRIC schauen, denn da soll ja Wachstum herkommen. 58% sind überzeugt, dass das Wachstum dort herkommen wird, sind aber bisher im Grunde sind nur 17% dort investiert. Wie schaut das denn aus bei Ihren Kunden? Wird da tatsächlich auch auf BRIC gesetzt? Also wir haben persönlich selber jetzt nicht so viele Produkte da drauf. Wir haben ein paar Bonuszertifikate zum Beispiel auf ETFs, die natürlich auch offenbar BRIC-Staaten oder auch eben auf asiatische Staaten basieren, die wir jetzt aber den Grundsatz da nicht so groß sehen. Ich glaube, das liegt größtenteils einfach am Homebias. Das heißt also, die deutschen Anleger kaufen am liebsten eben auch Produkte auf deutsche Basiswerte, auf die sie sich gut informieren können, weil es ist natürlich auch immer eine Frage mit Ländern oder auch mit einzelnen Aktien aus fremden Ländern, wo kriegt man da Informationen her und kennt man sich vielleicht nicht so gut aus, und da ist natürlich auch immer noch die Hemmschwelle relativ groß, aber um es jetzt ganz kurz zu sagen, es ist sicherlich, gerade China, Indien sind im Kommen, das Wachstum ist relativ groß, auch wenn es da natürlich Probleme gibt, sodass auch hier wieder eine Depotbeimischung mit Sicherheit Sinn macht.
Also BRIC immer eigentlich das Allerheilmittel, jetzt die Wachstumslokomotive, kann man sagen, und trotzdem noch nicht so gewollt bei den Anlegern. Man sagt ja immer, im Zertifikatemarkt kann ich ja gerade dann eben auch in Märkte investieren, wo ich jetzt nicht so unbedingt die Expertise habe oder mir aneignen muss, oder? Ich glaube trotzdem auch dazu zwei Bemerkungen. Das eine ist, diese Geschichte mit BRIC höre ich jetzt auch schon seit 10 Jahren. Das läuft immer mal wieder ganz gut. Es ist die Frage, ob das jetzt nicht ein klassisches Trendfolgethema ist. Das mag sein. Und ich glaube auch, dass das immer wieder kommt. Das ist gar keine Frage. Aber genauso hören wir das mit anderen Themen, die gespielt werden. Nachhaltigkeit, Klima, was auch immer. Da ist immer so die Frage, was gehört zur Beimischung mit ins Depot? BRIC ist da sicherlich auch ein Teil. Aber ich glaube auch, dass die Erfahrung lehrt, dass der deutsche Anleger doch eher, sagen wir mal vorsichtig, im deutschen Raum mit deutschen Basiswerten unterwegs ist, weil er meint, er würde sich da besser auskennen. Das ist, glaube ich, schon ein springender Punkt. Und im Übrigen, ganz kurz dazu noch, wenn es um Thema Risiko geht, ist das größte Risiko, was Anleger nehmen können, gar kein Risiko eingehen zu wollen. Das geht nun mal bei der Finanzanlage nicht. Das sehen wir jetzt gerade an der Volatilität der Märkte. Ohne Risiko geht's nicht. Mhm.